Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, Sam. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Fahrsport-Vorstellung hier auf meinem Kanal. So, wir gehen direkt rein in den Händler. Links oben auf Fahrzeuge, wieder unten auf Diverses. Und wir schauen uns das elektrische Dicycle von Lizard an. Ich habe es wieder vergessen, wie die Dinger. Segway, so heißen die Dinger eigentlich. So, wir haben hier 30 PS, 30 kW. Es ist ein Elektrofahrzeug. Bitte aufpassen, ihr braucht hier eine entsprechende Ladestation. 40 km/h, 460 Kilo, 5000 Euro zum Mieten, 255 Euro. So, wir haben zwei Varianten zur Auswahl. Einmal Standard, einmal Variante 2. Es ändern sich lediglich die Räder und die Gewichte. Bei Version 2 haben wir 328 Kilo, bei der Standardversion haben wir 460 Kilogramm. Am Preis ändern tut sich nichts, genauso wenig wie an den Mietkosten. So, wir werden den einfach mal kaufen, weil ich, Idiot, vorhin schon mal das aufgenommen habe und vergessen habe, den Ton einzuschalten. Aber es ist ja scheißegal, irgendwie muss ich ja die Zeit füllen. Lass mich hier nach hinten laufen. Ich mache auch schon das Lämpchen an. So sieht der Kollege aus. Sieht eigentlich aus wie ein Segway. Sollte, glaube ich, fast jeder schon mal gesehen haben von uns. Wir schalten den ein, wir hören nur so ein Surren. Dieses Surren ist dauerhaft, was eigentlich beim Elektroauto, ich weiß nicht, glaube gar nicht, so der Fall ist, weil eigentlich ist ein Elektroauto einfach nur aus, ja, ist immer irgendwie so gefühlt aus. So, die 40 km/h, die haben wir eigentlich relativ schnell erreicht. Wir haben natürlich eine schöne Beleuchtung, halt, muss ich euch von vorne auch noch schön zeigen. Wir haben, das. Profi heute am Werk. Echt Profi am Werk heute. So, wir haben hier Standlicht und es wird wahrscheinlich so eine Art Fernlicht, Ablenklicht sein. Ja. So, dann machen wir mal den Tempomat an. Kurzer Schulterblick auf unsere Rennstrecke. Er lenkt sich in der Innenansicht ein bisschen hektisch. Ihr seht, der tut den Lenker ein bisschen mitbewegen, quasi diese Gewichtsverlagerung, wo der Motor dann quasi sagt, wo ein bisschen, das sind ja zwei Motoren drin, wo dann quasi unterschiedlich reagieren. Also wir haben einen brutal engen Wendekreis. Ja, schön, gucken wir mal da auf der. Wir können quasi, das ist eigentlich fast auf der Stelle wenden, ne? Also das ist quasi fast auf der Stelle wenden. Das sind ein paar Zentimeter Unterschied. Blinker haben wir natürlich keinen. Die 40 km/h erreichen wir problemlos. 40 km/h ist in Ordnung vom Preis, kann man machen, muss man aber nicht. Wie schon gesagt, es ist einfach nur ein Fahrzeug vom A nach B zu kommen. Ja, und schön 1, 2 hier unten, da habt ihr natürlich eine Anzeige fürs Licht in grün. Und links daneben müsste auch noch so ein Symbol sein. Ich denke mal, das wird so eine Art Tankanzeige sein, dass der quasi getankt werden muss oder in dem Fall aufgeladen muss. Also wie schon gesagt, es ist ein Elektrofahrzeug, ihr werdet auf jeden Fall eine Ladestation benötigen. Ansonsten cooles Fahrzeug, Segway, wer Bock drauf hat, gerne zuschlagen. Ist halt nur auch nur ein Fahrzeug vom A nach B zu kommen, wenn ihr einen größeren Hof habt oder ihr sagt, ich will ein bisschen so Roleplay-mäßig unterwegs sein, ich will nicht durch die Kabinen durchswitchen. Dann müsst ihr halt irgendeinen Fahrbahnuntersatz haben. Ja, ansonsten sehe ich den Einsatzzweck für das Gerät jetzt nicht so wirklich. Ja, weil wirklich nur rumfahren tun wir eigentlich nicht. Vielleicht witzig, wenn ihr irgendwie wenn ihr einen großen Hof habt und ihr wollt irgendwie eine Challenge machen, dann könnt ihr so ein paar Ballen aufstellen, könnt ihr mit dem Ding da ein bisschen durchhuschen. Das stelle ich mir extrem witzig vor. Ansonsten sind die, es ist das Aufgabengebiet eher recht begrenzt. So, da sind wir schon wieder durch. Viel zu erzählen gibt es ja nicht mehr, ne? Es ist einfach nur ein Segway, der euch von A nach B bringt mit 30 km/h, kann man nicht motzen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft den Kanal natürlich sehr gerne abonnieren, wenn euch solche Art von Videos gefallen. Ich bin 3 bis 4 Mal die Woche live auf Twitch unterwegs. Da eskalieren wir regelmäßig im Farming Simulator und im Anno 1800. Es gesellt sich auch manchmal der ein oder andere Playtest dazu. Sochen, wenn ihr Bock habt, ihr habt noch eine Playlist, da könnt ihr noch ein paar andere Mods angucken. Ansonsten sind wir durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin raus, euer Simon. Ciao.